Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Mafia 2 mit mir, dem Sebastian. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Part und ihr seht, wir stehen hier vor Freddy's Bar mit einem, etwas kaputten Auto. Zum Glück nicht so kaputt wie noch im letzten Part, denn ich fange anders an. Ich habe ja im letzten Part gesagt, ich hoffe, dass das Ding gespeichert hat und ich habe es einfach so beendet. Und es hat so geht so mäßig gespeichert. Das heißt, wir mussten nochmal, ich bin nochmal da gestartet, wo Derek uns gerade gesagt hat, dass Freddy uns braucht. Sprich, ich war noch in der Werkstatt, dann in dem Hafen und bin dann halt jetzt nochmal eben schnell zur Werkstatt gefahren, habe meinen Wagen da repariert. Aber ihr seht, das hat nicht ganz so viel gebracht, weil ich habe auf dem Weg bis zu Freddy's Bar schon wieder so ein paar, mittelschwere Unfälle gehabt. Und dann bin ich direkt weiter zu Freddy's Bar gefahren, weil ich aus Zeitgründen heute nicht ganz so viel aufnehmen kann. Heute ist Samstag, sprich, ich nehme das Ding jetzt auch direkt heute auf, wo ich es hochladen möchte. Und da ich nicht das besonders schnelle Internet habe und so weiter, kann dieser Part nicht so lang werden. Gut, dann habe ich jetzt auch schon genug geredet und dann gucken wir mal, was Freddy denn so alles für uns hat. Was Joe alles für uns hat. Achso, na dann müsste ich jetzt nur noch Joe finden. Wo ist er denn? Joe! Hallo! Joey. Ach, der ist oben. Oh, wahrscheinlich. Na, da habe ich mal wieder ein bisschen gefällt. Wahrscheinlich. Ah, okay, gut. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiosi, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsicht. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Na super, hoffentlich wird das nicht jetzt fehlt mir das Wort, eine Schleichmission. Weil, ich bin ziemlicher Schleichmission-Legastheniker. Ich fehle da immer tierisch rum und löse okay, eigentlich generell immer Alarm aus. Naja, hoffen wir mal, dass das diesmal nicht so ist. Wo müssen wir jetzt hin? Wie weit ist das denn entfernt? Ach, ist ja schön. Das ist direkt um die Ecke. Dann habe ich auch nicht so viel Zeit, um noch mehr Unfälle zu bauen. Das ist ganz positiv. Weil ich werde mit Sicherheit Unfälle bauen. Und ich habe keinen Bock, Alter. Ne, warte mal. Das Radio lasse ich mal an. Weil, damit wir so ein bisschen schöne Musik hören. Aber was gibt es noch alles für andere Songs? Nehmen wir mal Delta Radio. Delta Radio hört sich lustig an. Oh ja, Delta Radio spielt auch coole Musik. Da, 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 da. Ach ja, die Atmosphäre ist einfach so geil von dem... Oh, upsala. Hört euch das mal an, ey. Da, 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 da. Ah, lol. Der hat sich abgelegt, habt gesehen? Nein, nicht runterfallen. Der hat sich abgelegt, der Typ. Alter, das Game ist so awesome einfach nur. Der hat sich echt auf den Schnee abgelegt. Richtig geil, Mann. Also, Auto, ganz ruhig. So.
Ach, guck mal, hier sind wir schon. Dann parken wir hier auch mal direkt mal. Total professionell. Und gehen hier in den Buchladen rein, kaufen uns noch ein paar Bücher. Books, new books for every woman, steht da drauf? Wahrscheinlich. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier reinkommen. Verzeihung. Upsala, Entschuldigung. Alter, aber auch guck mal, wie die Gassen hier alle so modelliert sind mit so... Oh, ich finde den Rauch so geil, der da rauskommt. Alter, der Rauch bewegt sich auch, wenn man da durchläuft. Oh, ich glaube, der geht mir gleich an ab, wenn ich das weiter angucken muss. Oh. Nein, das war natürlich ein Scherz. Das würde nie passieren. Na, ich gehe jetzt einfach mal rein, bevor ich noch mehr Sachen sage, die ich vielleicht lieber nicht gesagt hätte. Sieh dir die Türschilder an, um Marias Apartment zu finden. Jetzt müsste ich nur wissen, wie Maria mit Nachnamen heißt. Wie heißt sie mit Nachnamen? Agnello. Maria Agnello. Ah, Maria Agnello. Schön. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. Ja, das machen wir doch gerne. Da helfen wir gleichzeitig einer alten Frau und kommen gleichzeitig ins Amt ein. Ins Amt ein, so sieht's aus. Ins Amt rein, meine ich natürlich. Mann, Hund, hör da mal auf zu bellen, du verwirrst mich ganz. Okay, gut, wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Mein Orientierungssinn lässt gerade zu wünschen übrig. Ist das der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang, schön. So, Maria, dann komm mal mit. Und beweg dich mal bitte ein bisschen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Alter, was macht die denn jetzt noch? Hallo, herkommen. Bei Fuß. Fein gemacht, fein. Alles klar, guck mal, der schippt sogar schnell. Das hat man gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Alter, das muss ich mir jetzt erstmal angucken da. Guck mal. Oh, der stirbt Schnee. Oh, das ist so geil, das Game. Oh, ich finde das einfach Hammer nur. Ich finde das einfach nur Hammer, das Spiel. So, jetzt, Alter. Okay, dann los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute. Ich drücke L, um diese sicher Fahrweise ein- und auszuschalten. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay. Ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Ich doch nicht. Ich würde mich nie erwischen lassen in Stealth-Mission. Nie. Aber L ist dann wohl irgend so ein Tempomat oder so, so ein Tempobegrenzer, damit man immer schön in der richtigen Geschwindigkeit fährt. Das ist natürlich auch geil. Aber mich würde mal interessieren... Ah, kein Unfall bauen! Oh, guck mal, das ist ja auch direkt um die Ecke. Mich würde mal interessieren, wenn wir zu schnell fahren, ob dann die Polizei auf uns aufmerksam wird. Sprich, ob die uns dann anhält, von wegen Fahrerkontrolle oder so. Mal gucken. Also nicht mal gucken, aber... Irgendwann... Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Ja, bremsen! So. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Bitte, bitte. Danke, Maria. Man sieht sich. Man sieht sich... So, gehe zur Preisaufsichtsbehörde. Dann legen wir mal den Rückwärtsgang ein. Und machen die absolut skillste... Oh, schade. Der Unfall hat jetzt gerade das so ein bisschen ruiniert. Weil eben fand ich die Drehung fand ich gar nicht mal so schlecht. Alter, jetzt verursache ich hier so ein kleines Verkehrschaos, oder was? Mein Gott. So. Also, wo ist die Preisaufsichtsbehörde? Da ist die. Ah, da ist der Hintereingang. Dann packe ich mal hier. So, und dann bewegen wir uns da mal rein. Do not enter steht daran. Ja, da steht nur Do not enter dran. Ah, wir machen es trotzdem. Machen wir ganz sneaky hier. Ne, okay, machen wir nicht sneaky. Das dauert mir zu lange. Siehst du, sowas passiert. Dann dauert mir das zu lange während sneaky Missionen und dann fail ich.
Naja. Drücke Leertaste, um über Hindernisse zu klettern. Das sieht da sehr stabil aus, der Zaun. Guck mal, wie der wackelt. Finde einen Weg hinein. Drücke C, um in die Hocke zu gehen und dich unbemerkt zu bewegen. Zumindest mehr oder weniger unbemerkt. Boah, ich hoffe mal, dass ich das nicht versaue. Das wäre richtig ärgerlich. Boah, da hatte ich gerade was im Hals. So. So, bleib versteckt. Hier sind überall Wachen. Kann ich auch vielleicht irgendwie so... Oh, guck mal, da bin ich. Oh, ich sehe aber gut aus heute. Ah. Kann man auch irgendwie so sneaky Kills machen von wegen... Oh, mach die doch nicht so auf. Und die Tür, die lasse ich mal auf. Wo komme ich hier rein? Türschloss knacken. Gibt es eigentlich so eine Karte von der Inneneinrichtung? Nö, natürlich nicht. Dann muss ich... Hier muss ich wahrscheinlich nicht lang. Guck mal, da stehen die ganzen Wachen, da muss ich da wahrscheinlich auch lang. So. Ah, Orientations Map. Wo stehen wir denn gerade? Your Position ist das X. Ah, okay, du kannst die Sachen, indem du... während du dich hinter ihnen duckst. Alles klar. Nee, nicht runddrehen. Das ist uncool. Ich warne dich. Drehst du da eine Runde und du störst mich hier. Ich muss zum Büro des Direktors. Office. Da, Director. Da haben wir es. Direkt über meinen Kopf. Wie komme ich da hin? Ich muss erstmal die Treppen hoch. Gut, wie komme ich jetzt die Treppen hoch? Out of order? Ja, schön. Das ist wahrscheinlich die Treppe. Na, super. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Toilet? Sind das die Fahrstühle? Kann ich nicht einfach so einen Fahrstuhl rufen? Na, verdammt. Empire Bay, so sieht's aus. Empire Bay Council. Was gibt's da so alles Schönes? Nein, nichts. Ich möchte die Mission. Alter, ich habe da so ein ganz böses Gefühl, dass der da direkt steht. Guck mal unten rechts auf der Karte. Ich warte, bis der sich umgedreht hat. Dann öffne ich die Tür. Oh, scheiße, der kommt. Hast du am Wochenende was vor? Ja, ich werde mich erholen und fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Mann, die Dinger kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Marys Onkel Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon einen Fernseher gekauft? Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ganz sneaky-mäßig. Und gehen. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Lass mich da zumachen. Ah, das ging doch eigentlich ganz gut. Das war wahrscheinlich mehr Glück als Verstand, aber egal. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Ah, super, der ist natürlich ganz woanders. Genau, solltest das Ding mal sehen. 7 Zoll schwarz-weiß-Bildschirm. Ah! Ah! Fuck, der steht genau auf der anderen Seite. Der steht genau da gegenüber. Wahrscheinlich. Dieses... Oh, super. Das gibt Beziehungskrieg. Das gibt wahrscheinlich... Upsala. Eine mittelschwere... Guck mal, da steht der, da hinten. Mann. Oh, scheiße, da kommt Wache. Alter, das war so knapp. Da ist er. Oh, da ist er, oh mein Gott. Deckung. Da drücke in der Deckung E, während du dich bewegst, um dich um eine Ecke herum zu bewegen. Bitte nicht reinkommen. Bitte nicht reinkommen. Oh, das ist gut.
Das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? So. Zeichentrickfilme. Viel läuft derzeit nicht wegen dem Krieg. Fuck, ich glaube, der kommt zurück. Verdammt. Das ganze Geld für Zeichentrickfilme. Der kommt zurück. Oh Mann. Ah, der kommt zurück. Ah, guck mal hier, ich bin. Oh, das ging jetzt ja ganz gut hier. So, Türschloss knacken. Wir haben noch die Schlüssel, was soll das? Rücktaste abbrechen. Wir haben noch die Schlüssel, Mann. Was soll das? Na, dann knacke ich die Dinger halt. Dann knack ich die Dinger halt. So. Easy going. Ach, von dem Safe, da habe ich die Schlüssel, alles klar. Dann ist das ein Alarmdingens. Hast du Kleber geschnüffelt? Geil. Das hat aber so ein Alarmding da, so ein Licht. Was passiert denn jetzt, wenn ich da rumspiele? Egal, ich probiere es einfach mal. Ich habe ja den Schlüssel, eigentlich kann ja nicht schief gehen. Bitte, 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 bitte. Och ja, oh Gott, ja. Ach, fuck. Wieso? So, Entschuldigung für den kleinen Cut jetzt gerade. Tut mir leid. Alles klar. Ach, nix ist umstellt. Lol. Hä? Was? Hä? Was ist denn jetzt los? Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Wie komme ich denn da raus? Muss ich mir meinen Weg freischießen, oder was? Das Ding mal sehen. 7 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm. Krieg alle drei Kanäle rein. Wow, klingt ja toll. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio. Dieses Fernsehen ist doch nur so eine Modeerscheinung. Man wird sehen. Wieso wurde der Alarm ausgelöst? Das, kann ich jetzt gerade nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe dort den Schlüssel gehabt, Domino. Ich will nicht, dass der Alarm ausgelöst wird. Mann, wie komme ich jetzt hier raus? Erstmal. So, ziehe ich meine Waffe, weil ich muss mir ganz sicher dann den Weg freischießen. Wie komme ich da am schnellsten raus? Also den Weg, den ich gelaufen bin, das ist doof. Alter Vater, ich krieg die Krise. Ich komme da nicht mehr raus, ey. Aber ich kann es doch nicht verhindern, den Alarm auszulösen, oder? Weil irgendwie wird ja automatisch Alarm ausgelöst. Ach, Mann. So, jetzt schnell weg. Oh, wenn du den vor den Richter schaffst. Was mache ich denn da? Ich hab doch... Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Hier spricht die Polizei von Empire City. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Wenn Sie sich sofort ergeben, so, dich auch noch. Feuer. Dich auch, komm raus. Na, dann muss ich mich halt hier freischießen. Ah, super. Ah! Nicht nachladen! Awesome. Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Da muss ich... Der steht da auch ganz ohne Deckung. So. Konnte ich ihn jetzt eigentlich verhindern, dass der Alarm ausgelöst wird oder nicht? Jetzt habe ich wieder Munition für Semi. Das ist schön. Verdammt, jetzt habe ich aber nicht das Semi-Ding da. Will ich aber aufnehmen. Lass es mich aufnehmen. Dann halt nicht. Gut. Wie komme ich jetzt hier raus? Ja, gut. Wieso hat das nicht geklappt, ey? Mann, das ärgert mich jetzt gerade.
Kann ich jetzt meine Waffe wieder aufsammeln? Nee, kann ich nicht. Dann bewege ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Nee, da komme ich nicht raus. Dann ist da mit Sicherheit ein Ausgang. Na super, natürlich auch nicht. Ah, da muss ich erst nach unten. Ah, dann gehen wir nach unten. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwo Treppen finden. Nein, nein, nein. Nein, nein, keine Treppe. Nein. Da ist eine Treppe. Oh Mann, wieso komme ich da nicht durch? Das kann ja nicht sein. Alter, ich krieg die Krise. Oh Mann, Mann, Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Ist da eine Treppe? Nö. Stairs. Ja, schön. Die ist offen. Geil. So. Ach, ich ärgere mich immer noch darüber, dass ich Alarm ausgelöst habe. Aber es ging nicht anders. Nee, warte mal. Oh lol, bin ich jetzt einmal ganz rund gelaufen, obwohl ich eigentlich hier die Treppen hätte runtergehen können? Alter, bin ich doof. Alter Verwalter, bin ich doof. Oh, das ist an Inkompetenz hier nicht zu überbieten, was ich hier abliefer. Okay, hier komme ich auch nicht raus. Komme ich da raus? Auch nicht. Gibt's auch gar nicht. Da muss ich wahrscheinlich da. Da wieder rausgehen, wo ich hergekommen bin. Oh, guck mal, Wasser. Ah, schade. Kann ich natürlich nicht nehmen. Das ist auch out of order. Das ist auch out of order. Was ist das da? Ah, warte. Hier könnte ich vielleicht rauskommen. Ah, oder? Eventuell komme ich hier raus. Nein. Hier komme ich nicht raus. Irgendwo komme ich hier raus. Ich habe das im Gefühl. Ich komme hier. Irgendwo komme ich hier raus. Na super. Boah, jetzt scheitert das daran, dass ich nicht mal aus dem Gebäude rauskomme, oder wie? Ja, das ist natürlich awesome. Wo bin ich denn hergekommen? Ich muss jetzt echt überlegen, wo bin ich hergekommen? Hier bin ich hergekommen, genau. Hier bin ich hergekommen. Ja, das ist gut. Jetzt habe ich die Waffe nicht mehr gezogen. Okay, scheint aber niemand da zu sein. Dann stecke ich die mal wieder weg und dann laufen wir schön raus in die hoffentlich kommende Freiheit. Aber was mich jetzt echt interessieren würde, wäre, ob ich es verhindern hätte können, dass der Alarm ausgelöst wird. Guck mal, es wird gespeichert, das ist gut, weil ich habe ja gesagt, dass die heutige Episode eigentlich gar nicht so lange sein sollte, aber jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, aber gut. Ja, wie gesagt, aus Zeitgründen beende ich diesen Part jetzt gerade. Es wurde ja gerade oben angezeigt, dass gespeichert wurde. Das heißt, wir machen dann im nächsten Part einfach hier weiter. Ja, dann danke, danke, danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Episode, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Und wofür ich mich auch mal bedanken möchte, ist im letzten Part, das war, glaube ich, der vierte, da hat jemand einen Tipp drunter geschrieben. Da freue ich mich auch jederzeit drüber, über Tipps und Feedback und Kritik und sonstiges. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.